Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und heute soll es mal wieder um die Frage gehen, wann startet denn nun eigentlich wirklich der Smart Meter Rollout? Ich habe schon mal vor einigen Monaten ein Video zum Smart Meter Rollout veröffentlicht und da unter anderem ja auch erwähnt, der offizielle Rollout Start mit auch verpflichtenden Quoten, die dann erfüllt werden müssen, kommt erst, wenn es drei voneinander unabhängige Hersteller von Smart Meter Gateways gibt, die vom BSI, vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, zertifiziert worden sind. Seitdem hat sich tatsächlich etwas getan. Wir hatten damals genau einen zertifizierten Hersteller, das war PPC, Power Plus Communications. Mittlerweile gibt es einen zweiten. Und zwar seit jetzt erst September ist es Sagemcom, Dr. Neuhaus, gelungen, auch ein Gerät ordentlich zertifizieren zu lassen vom BSI. Aber immer noch fehlt das dritte Gerät. Und dementsprechend startet der Rollout immer noch nicht offiziell. Wir haben zwar die Möglichkeit, dass man praktisch freiwillig einen Kunden überzeugen kann, sich jetzt schon mal ein sogenanntes intelligentes Messsystem einbauen zu lassen. Das ist aber dann eben nur unter den Voraussetzungen gegeben, dass der Kunde das wirklich aktiv will und dass man natürlich auch davon ausgeht, dass dieses Gerät, was man da jetzt einbaut, auch tatsächlich dann in der Form zertifiziert wird und freigegeben wird für den Markt. Weil wenn nicht, müsste man es irgendwann auch wieder ausbauen und dann ersetzen durch ein zertifiziertes Gerät. Das ist natürlich auch ein Problem. Heißt also, wo stehen wir jetzt gerade? Dieses Video wird veröffentlicht unmittelbar vor den Metering Days in Fulda. Die Metering Days sind so eine der absolut zentralen Konferenzen und Messen für den Messstellenbetrieb, für das Smart Metering. Und es wurde immer gemunkelt, dass auf den Metering Days veröffentlicht wird, so, wir haben jetzt drei Geräte, der Smart Meter Rollout startet offiziell. Man hört aber nicht wirklich viel mehr dazu, dass es jetzt praktisch das dritte Gerät geben würde und dementsprechend erwarte ich nicht, dass wir auf den Metering Days den Startschuss offiziell hören werden. Das BSI, Bundesamt für Sicherheit in Informationstechnik, hat allerdings mitgeteilt, dass es noch in diesem Jahr ihre Marktanalyse aktualisieren und dann neu veröffentlichen möchte. Die Marktanalyse, die ist Anfang dieses Jahres im Januar schon mal veröffentlicht worden in ihrer ersten Variante, stellt dar, wo wir gerade aktuell stehen, so rund um den gesamten Messstellenbetrieb, rund um den intelligenten Messstellenbetrieb. Da gibt es ja noch verschiedene andere Faktoren, Sicherheitsmodule, die gesamte Kommunikationsinfrastruktur, die Verschlüsselung und die Zertifizierung der Daten. Das heißt, da gibt es verschiedenste Aspekte, die bedacht werden müssen und die werden eben in dieser Marktanalyse dargestellt. Diese soll jetzt aktualisiert werden. Die Ankündigung der Aktualisierung kann prinzipiell darauf hinweisen, dass Sie schon wissen, ja, der dritte zertifizierte Hersteller ist in der Pipeline, wird unmittelbar freigegeben werden, kann aber auch bedeuten, dass Sie da immer noch ein paar Wochen oder auch Monate vor sich sehen, bevor das Ganze jetzt auch fertig wird. Aktuell sind wohl sieben weitere Hersteller von den intelligenten Messsystemen und Gateways in der Zertifizierung beim BSI. Das heißt, es gibt prinzipiell genügend Auswahl, die es jetzt hoffentlich bald schaffen könnte. Es ist halt bisher vor allem noch daran gescheitert, dass einerseits die neuen Tarifanwendungsfälle für Energiedaten noch nicht ganz korrekt umgesetzt wurden. Und eben auch noch nicht die Software bzw. Firmware-Upgrade-Fähigkeit aus der Ferne immer gegeben war, weil genau diese Upgrade-Fähigkeit gebraucht wird, um alle Tarifanwendungsfälle auch aus der Ferne noch aufspielen zu können. Das heißt, die sogenannte zweite Generation der Smart Meter, die wird erst alles richtig können und erst dann kann der zentrale Versand von Energiedaten aus den Gateways heraus funktionieren, die sogenannte sternförmige Marktkommunikation. Und damit wir das überhaupt erst umsetzen müssen, müssen die Geräte entweder das jetzt schon können oder update-fähig sein. Und daran scheint es immer noch ein bisschen zu haken. Heißt, wir werden vermutlich jetzt nicht Mitte Oktober auf den Metering Days den Startschuss hören, aber vielleicht tatsächlich noch in diesem Jahr. Die Hoffnung stirbt da mal zuletzt. Auf jeden Fall ist es spannend, dass sowohl PPC, ja schon seit einer Weile, als auch jetzt Sagemcom Dr. Neuhaus die Freigabe erhalten haben. Sagemcom Dr. Neuhaus Fröschel wird dann auch einigen weiteren noch was sagen. Das ist ein ja, Zusammenschluss verschiedenster Unternehmen aus der Energiewirtschaft und Fröschel ist dann zum Beispiel auch eines der ganz zentralen Zähler-Fernauslesungssysteme und natürlich ist auch Gateway-Administrations- und Headend-Systeme rund um das Meter-Data-Management der Smart Meter. Das heißt, es sind schon mal ganz interessante Player hier ganz vorne ran.
Und wir schauen mal, wie es sich jetzt so weiterentwickelt. Wie ist eure Meinung zum Smart Meter Rollout? Wird der noch dieses Jahr offiziell starten und dementsprechend auch die Ausrollquoten mit sich bringen? Oder werden wir mal noch warten müssen bis nächstes Jahr, bis die Marco 2020 schon ordentlich umgesetzt und überall aktiv ist, bevor wir tatsächlich auch den richtigen Smart Meter Rollout mit intelligentem Messsystem haben? Oder habt ihr irgendwelche Fragen zum Smart Meter Rollout? Dann schreibt die in die Kommentare. Ansonsten seht ihr hier nochmal die dazugehörigen Videos aus der Vergangenheit von meinem Kanal. Und ich bitte euch darum, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben und auch ein Abo dazulassen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann eben bis zum nächsten Mal hier wieder bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert.